In diesem Märklin-Erklärvideo zeigen wir Ihnen, wie Sie die Bremsstrecken einer Lokomotive für ein Signalmodul richtig einmessen. Alles, was Sie brauchen, ist dazu das Signalmodul von Märklin, das wir in einem anderen Erklärvideo bereits erklärt haben und das Sie direkt über ein MFX-Signal oder einen M83-Decoder an Ihre Modellbahnanlage anschließen können. Mit einer Central Station 3 können Sie nun die Lokomotiven individuell auf den Bremsweg einstellen. Klicken Sie dazu auf das Bearbeiten einer Lokomotive und wählen Sie dort bei den Funktionen das Einrichten der Lokomotive. Hier sehen Sie jetzt die Anfahrverzögerung und die Bremsverzögerung. Diese können Sie jetzt ganz individuell einstellen. Das bedeutet, Sie stellen das Signal einfach jetzt von Ihrer Bremsstrecke auf Rot und fahren mit Ihrer präferierten Geschwindigkeit von der Anlage in den Bahnhof ein. Jetzt sollte die Lokomotive genau vor Ihrem Signal zum Halten kommen. Wenn das nicht der Fall ist, dann können Sie die Feineinstellungen jetzt eben nochmal ändern und die Bremsverzögerung für Ihren Bremsweg entsprechend anpassen. Wenn die Lokomotive also zu früh oder zu spät am Signal hält, müssen Sie die Bremsverzögerung nur dementsprechend verringern oder vergrößern. Auf diese Art und Weise bekommen Sie wunderschöne Bahnhofsszenarien auf Ihrer Modellbahnanlage. Wie Sie das Signalmodul direkt auf Ihre Anlage integrieren oder automatische Bahnhofssteuerungen erstellen, das zeigen wir Ihnen in weiteren Erklärvideos.